Ich grüße Sie ganz herzlich zum heutigen Impuls. Vor kurzem las ich, dass Mediziner sich im Moment Gedanken darüber machen, wie wird man entscheiden können, falls es mehr Schwerkranke aufgrund der Corona-Krise gibt als Intensivbetten, wie trifft man dann eine Entscheidung? Man fragte sich deswegen, das ist in einem Papier schon mal so hinterlegt worden, wie kann man entscheiden? Und man kam auf die Idee, man entscheidet danach, bei wem lohnt es sich und bei wem nicht. Da ist die Frage, wie kann man das entscheiden, bei wem es sich lohnt? Klar, man kam dann auf die Idee, die Älteren vielleicht eher nicht oder Menschen mit Vorerkrankungen vielleicht eher auch nicht. Und wie geht man damit um, wenn jetzt jemand Älteres mit Vorerkrankungen in einem Intensivbett liegt und es kommt jemand anders? Ja, dann hat man sich überlegt, dann müsste man vielleicht doch das Beatmungsgerät abschalten, damit der Jüngere noch Mensch mit etwas besserer Aussicht dann dieses Beatmungsgerät bekommen kann. Schwer. Solche Entscheidungen möchte ich nicht treffen. Und ich hoffe sehr und bete, dass niemand das muss. Heute vor 80 Jahren lebte Dietrich Bonhoeffer. Der hat sich dazu wesentliche Gedanken gemacht. Gedanken darüber, was ist ein Mensch wert? Und auch Gedanken sich über die Menschenwürde gemacht. Vor 75 Jahren, am 9. April 1945, genau einen Monat vor Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde er gemeinsam mit einigen anderen Widerstandskämpfern, die sich aufgelehnt haben gegen Adolf Hitler und sein furchtbares Regime, umgebracht. Es muss ein ganz grauenhaftes Umbringen gewesen sein, das dort stattfand. Bonhoeffer selbst war evangelischer Theologe und Pfarrer, und es war für ihn eine ganz große Frage: Kann ich als Christ bei einem Attentat mitwirken? Und ich denke, es macht heute Sinn, über Bonhoeffer sich ein bisschen mehr als über Klopapierwitze Gedanken zu machen in unserer heutigen Zeit. Immerhin für Bonhoeffer galten die 10 Gebote ganz, ganz wichtig. Insbesondere das Gebot, du sollst nicht töten. Aber er hat auch immer wieder geschrieben, wir als Christen haben eine Verantwortung. Und es gibt Entscheidungen, da gibt es nicht gut und schlecht, sondern nur weniger schlecht und schlecht. Und dazu gehörte die Entscheidung, die er getroffen hat. Er hat sich für das Mitwirken bei dem Attentat entschieden. Für ihn war auch die entscheidende Frage, gerade an seine Kirche: Wie stellst du dich, Kirche, zur Verfolgung der Juden? Mich hat doch sehr nachdenklich gemacht, als ich gestern Nacht oben im Wald unterwegs war und über mir eine Gruppe von offenbar Jugendlichen, vermutlich angetrunken, lautstark Heil Hitler rufen hörte, mehrfach, hallend durch den Wald. Am 9. April 1945 hat man Dietrich Bonhoeffer mit anderen gehängt. Vorher hat man sie völlig entkleidet, um ihnen alle ihre Würde zu nehmen. Dann mussten sie nackt zum Galgen gehen. 6 Stunden lang dauerte diese Hinrichtung. Denn man achtete darauf, dass die bis zur Ohnmacht Strangulierten dann wiederbelebt wurden, um ihnen das Leiden noch länger zu machen. Welch ein Zynismus! Anschließend gingen die Henker und ihre Helfershelfer nach Hause, denn sie waren ja gute Familienmitglieder, oft sehr verantwortliche Väter. Wie man das so zusammenbringen kann, ist mir bis heute ein Rätsel. Der Widerstand gegen Adolf Hitler
steht übrigens Pate oder stand Pate für unser Grundgesetz, für den entscheidenden Artikel. Artikel 1 und 20 Absatz 4. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und? Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht mehr möglich ist. In diesem Satz steckt die Aufforderung, es nicht so weit kommen zu lassen, dass es den großen Widerstand braucht. Dieser Satz ist die Einladung, schau immer, welchen Widerstand du in deinem Umfeld schon heute leisten kannst, damit es nicht den großen Widerstand braucht. Zum kleinen Widerstand gehört es auch, den Tod der großen Widerständler und ihrer Gedenken in der Corona-Totenzeit nicht zu vergessen. Für mich schwingt diese Verpflichtung aber auch mit, jedes Mal, wenn ich dieses Lied singen darf, von guten Mächten wunderbar geborgen. Einen Link zu diesem Lied stelle ich Ihnen unten unterhalb dieses Videos mit hinein, sowie auch Links, falls Sie Interesse haben, diese Osterzeit geistlich zu begehen. Morgen ist Karfreitag. Es wäre schön, wenn Sie sich unseren Karfreitagsgottesdienst anschauen würden. Da sende ich Ihnen heute Abend noch einen Link dazu. Auch am nächsten Sonntag, dem 12.04., ist wieder Gottesdienst aus unserer Kirche. Auch da würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Gottesdienst mit uns gedanklich mitfeiern könnten. Nächste Woche habe ich und der Impuls Urlaubszeit. Am 19.04. ist dann wieder Gottesdienst. Auch da können Sie sich diesen gerne anschauen. Und ab 20.04. ist dann wieder, wie gewohnt, dieser Impuls für Sie zur Verfügung. Gott segne Sie.